Ja, hallo und zurück nach der ersten Folge Dark Souls, die tatsächlich eine halbe Stunde lang geworden ist. Das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Na gut, mit Intro und allen zusammen. Schon wieder so ein Ach, das ist der Kai? Nee, doch. Verpiss dich. Nee, kann ich hier nichts tun. Brauchst Menschlichkeit. Ja, nee, habe ich noch. Danke. Wir fragen mal den Typen hier, wie es ihm denn so geht. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ja, ein wahrer Sonnenschein, der Kerl. Konnte noch nie leiden. Dann schauen wir uns mal ein wenig hier um im Feuerbahnschrein. Da gibt es nämlich ganz schön viel abzugreifen. Nur was, wo, wie? Habe ich gar nicht mehr. Da hinten sehen wir schon eine Truhe, aber die ist schon geplündert. Ja. Hier müsste das... Ach ja, hier kommen wir zu meinem Covenant, das ich haben will. Ich vergaß. Grüß dich. Ja, du siehst ja aus wie ein totaler Versager. Aber mit dem Typen muss ich gleich reden, auch wenn er mir unsympathisch auch 3 ist. Hier glaube ich muss... Verfolgt mich ein Toter. Das ist immer wieder schön, wenn man sowas sieht. Ja, das sind andere Spieler, die in den Tod stürzen, wenn ihr sowas seht. Da haben wir eine Seele. Ja, ein bisschen was zur Story. Von der solltet ihr euch jetzt nicht so viel erwarten. Hier war ich ehrlich gesagt auch noch nie. Moin, bin wieder da. Es geht halt darum, dass wir, ja, auf einer Pilgerreise sind. Mehr weiß man aktuell ja eigentlich noch gar nicht. Außer, dass es halt mal einen Krieg gegeben hat und dass dann irgendwas schief gelaufen ist. So viel zum Stand der Dinge. Und wir sind ein Untoter, was man an dem hier erkennen kann. Dem Dark Sign, den Finsterzeichen. Das macht uns zwar unsterblich, aber die meisten Menschen werden dadurch irgendwann verzweifelt. Wir werden auch ein paar Typen erleben, die ihren Verstand verlieren. Und dann einfach alles und jeden auf der Suche nach Seelen angreifen. Seelen ist das zentrale Thema, das ist die kleine Zahl links unten. Rechts unten, Entschuldigung. Mit Seelen steigen wir im Level auf und es dient uns als Währung. Ja, so viel dazu. Und es gibt im Spiel mehrere Covenants, also mehrere Gilden, nenne ich es jetzt mal. Es gibt 6 Stück, 8 Stück, irgendwie sowas. Und da ich ein Kleriker bin, habe ich meine Gilde hier schon gefunden. Nämlich den sympathischen Typen. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. Fernhalten? Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Wie unglaublich freundlich. Eine Kupfermünze, die noch nicht mal richtig was wert ist. Oh my. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Oh yeah, oh yeah. Very well. Then first, a covenant with the gods. Also übrigens,
Achso, ich hab den Eid schon, weil ich Kleriker bin. Das habe ich vergessen. Now let me share my miracles. Only their ultimate effective... Ja, auf zum Quatschen. Wir erlernen erstmal eine Geste, nämlich das Schulterzucken. Schon mal gut. Wir können mit ihm reden. My companions are my lady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses, to keep her from harm. Ja, und wir können Gegenstände beim Kaufen, also Wunder. Und das sind die Dinge, die ich haben will. Zum Beispiel sehr, sehr geil ist die Rückkehr, mit der man sofort zum Leuchtfeuer zurückkehren kann. Da braucht man keine Gegenstände dafür verschwenden. Wucht, um eine zurückzustoßen, Rat suchen, es wird für mich eher unwichtig sein. Heilung haben wir schon. Und eben die Talisman, Manne, Männer, wie auch immer. Na gut, haben wir eigentlich schon. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Das weiß ich doch. So. Schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Das ist nämlich so der zentrale Ausgangspunkt für unsere ganzen Reisen. Der Feuerbrandschrein. Brandbomben sind mäßig interessant, sage ich jetzt mal. Und sonst... Es gab hier noch irgendwo... Das weiß ich noch. Oder sollen wir uns jetzt... Na gut, jetzt haben wir noch wenig Seelen. Jetzt könnte ich es eigentlich machen. Wir werden uns nämlich relativ bald... Genau, da ist es. Hier... Irgendwo hier müsste... Oder war das irgendwo anders? Genau, hier unten ist ein Gebiet, von dem wir uns möglichst fernhalten sollten. Deswegen, moin. Sorry. Hier gibt es nämlich irgendwo einen Gegenstand, den ich haben will. Lalalala, und ich glaube, ich laufe jetzt schon falsch. Der war es nicht. Aber gut, man soll nehmen, was man kriegen kann. Ja, das sind einfach nur Seelen in komprimierter Form sozusagen. Ich gehe jetzt trotzdem in das Gebiet und zeige euch mal, warum man sich davon fernhalten soll. Wir starten dann ja sowieso eine Suizidmission. Das Gebiet wird erst ziemlich spät interessant. Und ihr seht schon, hier liegt aller möglicher Krempel rum, der sich dann zu Skeletten zusammensetzt. Die sehen zwar jetzt nicht sonderlich beeindruckend aus, aber die hauen ganz schön rein. Und vor allem verursachen sie Blutungen. Und sie machen... Oh Scheiße, oh Scheiße. Ah ja, das wollte ich. Ich glaube, der stirbt dadurch nicht mal. Ui. Ja, aber sie verlieren ihre Köpfe dadurch, dass ich eine stumpfe Waffe habe. Das ist schon mal gut. Ich könnte natürlich auch versuchen, sie zu kontern. Mal schauen. Ja, genau so nämlich. Ein Konter ist eine stärkere Form des Gegenschlags. Und wenn er so steht, sollten wir nicht angreifen, denn dann macht er das gleiche mit uns. Aber wir könnten ihn runterschmeißen. Das funktioniert super. Da unten sind nämlich ein paar Gegenstände, die ich eigentlich haben will. Sind nämlich keine starken. Und später sind sie nicht mehr von Bedeutung. Da gammeln ja auch schon noch ein paar Leichen herum. Moin. Moin. So, schauen wir noch ein bisschen. Ihr seht, wir könnten es schon mit ihnen aufnehmen, aber trotzdem ist das Gebiet noch zu früh für uns. Moin. Da irgendwo gibt es noch genau das, was ich haben will. Da ist auch noch ein großer. Da ist auch noch was. Das Fernglas, das wollte ich eigentlich. Oh, und der erste tot. Und tschüss. Schade um die 300 Seelen, aber das war's mir wert. Das Fernglas möchte ich nämlich haben. Und ihr seht, was passiert, wenn man stirbt. Wir stehen jetzt nämlich einfach wieder auf. Unsere Seelen sind zwar weg, aber, mein Gott, das kann man doch verschmerzen. Deswegen... Was war das jetzt? Würde ich vorschlagen, wir gehen gleich auf unsere nächste Suizidmission.
ist eigentlich erstaunlich, was allein hier beim Feuerbandschrein schon alles für Verstecke gibt. Ich meine, das hier ist ja noch relativ offensichtlich. Da unten treffen wir nämlich eine schöne junge Frau, die nicht mit uns spricht. Aber sie kann unsere Estus-Flakons verstärken. Ja. Estus-Flakons sind die Dinge, die uns heilen. Und wir bekommen jetzt auch 10 davon, weil das ein besseres Leuchtfeuer ist. Hier den Gang habe ich gemeint. Wenn man das nicht weiß, ich meine, es sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als ob es da weitergehen würde. Torbogen hin oder her. Aber hier gibt es eine Waffe, die ich zu gerne hätte für meinen Kleriker. Pass auf, Glück. Hm. Glück auf, Genossen. Hier gibt es nämlich zu einem Fahrstuhl. Und wenn ich Fahrstuhl sage, meine ich damit nicht Mundstuhl, sondern genau das. Hui. Wir kommen jetzt nämlich in ein Gebiet, das eigentlich noch viel zu früh für uns ist. Nämlich in die Ruinen von Neulandor. Da chillen auch ein paar Bekannte von uns. Besuche ich jetzt mal. Moin. Die sind übrigens nicht aggressiv, solange man sie nicht angreift. Der hat das mit den Angreifen wohl nicht so ganz kapiert, denn der ist gestorben. So, wieder ein versteckter Gang. Ah, ich habe das Ding noch nicht. Sonst würde ich hier eigentlich was auf den Boden malen, aber egal. Wenn man darunter fällt, ertrinkt man übrigens. Aber hier finden wir einen Typen. Moin. Hm? Well, this is unusual, mister. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith, at least. Look at me now. Can you believe it? Tja, ja, bitte. Eingemauert in einen Raum, in dem es keinen Ein- und Ausgang gibt. Hm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. No intention of escape. It's safe here. Can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Yeah. Das ist nämlich unser erster Schmied, den man im Spiel freischalten kann. Wir könnten unsere Waffe jetzt verstärken, wenn wir den Seelen und die Scherben dafür hätten. Das sind die Ressourcen, die man für die Verbesserungen braucht. Die Rüstung verstärken, das Zeug reparieren, was schon interessanter wäre. Oder wir kaufen uns hier bei ihm Seelenpfeile. Das ist nämlich der Magieschmied. Quatschen wir nochmal kurz mit ihm. Hm? What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. But what's there really to moan about? Sure, ganz meine Meinung. Smithing help, don't let me. Ja. Übrigens auch nett, wenn man hier weiter runter geht und nicht mitkriegt, dass da plötzlich Schluss ist, dann. Ja, dann ist Schluss. So, bevor die 15 Minuten um sind, die ich mir als Ziel gesetzt habe, möchte ich eigentlich gern noch das holen, was ich mir holen wollte, weswegen ich eigentlich hierher gekommen bin. Hier gibt es nämlich eine Waffe, die sich ganz vorzüglich für meinen Kleriker eignet. Da gehen wir nämlich einfach hier rein. Und dank des Generalschlüssels, den wir haben, deswegen habe ich ihn mir nämlich geholt, kommen wir in das Valley of Drakes, oder auch Drachental genau. Da bekommen wir hier schon mal eine Soldatenseele und dürfen das hier bewundern. Ich finde es nämlich vom Design her ziemlich geil. Was noch geiler ist, hier hinten ist Blighttown. Ja, da befindet sich die zweite Glocke, die wir läuten sollen, obwohl wir noch nicht mal die erste gefunden haben. Interessant, oder? Allerdings dient uns das hier als immerwährende Abkürzung, denn normalerweise muss man in Blighttown von ganz oben nach ganz unten absteigen. Ja, wir müssen das jetzt nicht mehr, theoretisch, denn wir könnten einfach hier die Abkürzung nehmen. Hier die Brücke, völlig sicher, über diesem bodenlosen Abgrund. Und da hinten seht ihr schon was, das wir im Spiel noch häufiger sehen werden. Das ist nämlich ein untoter Drache. Süß, ne? Und dem werden wir jetzt mal die Besitztümer stehlen. Ah, du! Dreckiges Scheißvieh!
Das ist jetzt mies gelaufen. Tja, das gehört zum Spiel. Ja gut, ich habe versprochen, dass ich die Waffe noch hole. Ich habe jetzt nur den Schild bekommen. Ärgerlich, vor allem da das Teil jetzt wach ist. Ich kann natürlich nicht das Spiel neu starten jetzt. Der Sprung war eigentlich auch ziemlich gewagt. So was auch gewagt wäre, wenn ich jetzt einfach um die Ecke laufen würde und auf den Aufzug warten würde. Denn der ist ja jetzt unten. Das heißt, wir müssen ihn erstmal holen. Da sieht man auch ziemlich oft irgendwelche Toten. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Irgendwas läuft hier falsch. Ich bin mit dem Trigger an meine Tischkante gestoßen. Das gehört, glaube ich, in die Kategorie Überfail. Sich vorher noch beschweren über die anderen Spieler und dann selber Scheiße bauen. Soviel zum Thema 15 Minuten Folge. Das werden, glaube ich, 50 Minuten, wenn ich mir nicht bald Mühe gebe. Das ist so wie heucht. Aber meine Leiche liegt noch da. Ist zwar nichts dabei, aber naja, gut. Das ist gleich wie Hochdeutsch reden, wollte ich eigentlich sagen. Denn ich bin ja gebürtiger Österreicher. Nee, und als solcher rede ich nicht unbedingt Hochdeutsch. Oder sagen wir so, ungern. Ja. Aber da mich sonst kein Schwein verstehen würde, wenn ich da im Dialekt immer brabbeln würde, tue ich das natürlich. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das funktioniert. Denn wie gesagt, der Drache ist jetzt wach. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und ihr habt es ja gesehen. Eine einmal weggewischt und das war's für uns. Ich meine, das Gute an dem Typen ist, dass er sich nicht wegbewegt. Wir müssten nur in seine Nähe kommen und dann das Ding. Na, mal schauen. Ich will das Ding, was da vorne. Ja, vielen Dank für dieses nette Geschenk. Okay, er kommt nicht weiter. Ich hoffe, das bleibt so. Gut. Also wenn es nochmal spuckt, muss ich loslaufen. Nein! Na gut. Ach, die verfickte Drecksdrache. Aber ich habe wenigstens die Kriegerseele. Die ist in dem Spielabschnitt, glaube ich, sogar noch ziemlich viel wert. Also damit könnte ich mir fast ein Level abkaufen. Es kann doch nicht so schwer sein, dieses verdammte Schwert zu bekommen. Ich habe jetzt zwar schon verraten, was es ist, aber diejenigen von euch, die das Spiel ein bisschen kennen, die wissen es ja eh schon, um welche Waffe das es sich handelt. Wir können uns mal den Schild anschauen. Ich glaube, der ist auch besser als das, was ich jetzt habe. Der Drachenwappenschild, der bietet nämlich bereits 100% Schutz gegen physischen Schaden. Und hat mehr Haltung, deutlich mehr Haltung und mehr Robustheit. Naja, ist ja wenigstens was. Ich glaube aber, dass ich das Schwert noch gar nicht verwenden kann. Schade. Aber nicht zu ändern. Hui. Wie viel Lebensenergie ich habe, ist ja eigentlich egal. Denn der Drache macht mich ja sowieso mit einem Hieb kalt. Wir haben jetzt gesehen, wie man es nicht machen sollte. Und da hinten leuchtet auch schon meine Leiche. Ja, ist schön. Aber eigentlich unnötig. Für alle, die es interessiert, das Valley of Drakes ist ein Gebiet, das man nicht betreten muss. Das heißt, es hat für das gesamte Spiel zum Durchspielen keine Relevanz. Es ist eigentlich nur ein reines Bonusgebiet. Nein. Aber man hat gesehen, dieses Gift an sich macht fast keinen Schaden. Au. Aber es stößt mich halt leider zurück. So, jetzt kannst du mich umbringen. Jetzt willst du nicht. Aha. Man
könnte ihn jetzt versuchen zu töten, aber das wäre in meinem Zustand eine Zumutung. Ich zeige euch lieber ein bisschen die Gebiete, die man später so bereist. Und hier sind ein paar kleine, süße Gegner. Nämlich hier diese Wyvern. Sind die nicht süß? Yay. Und da hinten ist ein Gebiet, das man erst sehr spät betritt. Und das dort unten ist das Gebiet, das ich jetzt betrete. Dann kann ich mich nämlich endlich für diese Folge von euch verabschieden. Ist eh schon mehr wie Überlänge. Und ja, das mache ich jetzt einfach auch. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was für ein Schwert ich mir hier da die Mühe gemacht habe. Also tschüss, arrivederci und goodbye.